von Ihnen erkannten schweren Bedenken Ihrem Chef Halder oder dem Oberbefehlshaber von Brauchitsch vorgetragen haben? Ich kann mich nicht erinnern, mit dem Oberbefehlshaber des Heeres darüber gesprochen zu haben. Dagegen mit dem mir vorgesetzten Generalstabschef. Ich habe nicht verstanden. Haben Sie? Dagegen mit dem mir vorgesetzten Generalstabschef, Generaloberst Halder. Teilte er auch Ihre Ansichten? Er teilte auch meine Ansichten. Das heißt, die Ansichten der großen Sorge vor einem derartigen Vorhaben. Aus militärischen oder moralischen Gründen? Aus den vielseitigsten Gründen. Bitte? Sowohl militärisch wie auch moralisch. Es steht also fest, dass Sie und der Generalstabschef von Halder diese Tatsachen kannten, die den Krieg gegen Russland als einen verbrecherischen Überfall dartun und dass Sie trotzdem nichts unternommen haben. Sie haben in Ihrer Erklärung Bezeichnung verbrecherischen Überfall oder auch die sonstigen Bezeichnungen für die Kriegshetzer als eine nachträgliche Erkenntnis auffassen. Jawohl. Und ich darf sagen, dass Sie trotz Ihrer schweren Bedenken und Kenntnis der Tatsachen, die den Krieg gegen Russland als Angriffskrieg und verbrecherischen Überfall erscheinen ließen, es für Ihre Gehorsamspflicht gehalten haben, den Befehl der 6. Armee zu führen und Stalingrad bis zum Letzten zu halten? Ich habe gerade erläutert, dass ich damals, als ich den Befehl übernahm, den Umfang des Verbrechens, das in der Eröffnung und Durchführung dieses Eroberungskrieges lag, nicht in dem Umfang und in der Schärfe erkannt hatte und erkennen konnte, wie es meine Erfahrungen, die ich als Oberbefehlshaber der 6. Armee bei Stalingrad sammeln musste, dann ergaben. An der Quelle saßen, den guten Glauben an zu, dass sie für ihr Vaterland das Beste wollten? Natürlich. Bei Ihrer gestrigen Aussage einmal erwähnt, dass Sie als die Schuldigen an diesem Krieg auch die Hitler-Regierung betrachten. Stimmt das? Ja, das habe ich. In Ihrer schriftlichen Aussage, die Sie unter dem 9. Januar 1946, und zwar, wie es heißt, in einem Kriegsgefangenenlager abgegeben haben, steht davon nichts. Wenigstens habe ich bisher nichts davon gefunden. Dieses Schreiben hat damit auch nichts zu tun. Das ist ein Schreiben an die Sowjetregierung, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, mit den Fragen, wie sie in der Hauptsache die Erscheinungen, die bei der 6. Armee in Russland vorgekommen sind, und mit meinen persönlichen Erfahrungen befassen. In diesem Schreiben steht die Möglichkeiten von Operationen aus diesen Räumen zu erkunden. Zu diesen verschiedenen Erkundungen traten jeweils an der finnisch-schwedischen Grenze. In einer Schlussbesprechung wurde als Ergebnis festgelegt, dass eine Operation aus dem Raume von Kuusamo Richtung Kiestinki
und eine Operation aus dem Raum ostwärts Rovaniemi in Richtung auf Kandalaksha erfolgversprechend sein und dass dagegen einem etwaigen operativen Vorgehen aus der Gegend von Petsamo Richtung Murmansk erhebliche Geländeschwierigkeiten entgegenstellen. Damit endete meine erste Besprechung mit dem finnischen Generalstab. Als Ergebnis dieser Besprechung wurde ausgearbeitet vom deutschen Oberkommando in Norwegen ein Operationsentwurf für die gemeinsame Operation aus dem finnischen Raume. Dieser Operationsentwurf wurde vorgelegt dem OKW und fand seine Billigung. Er erhielt durch das Oberkommando Norwegen dann später den Namen Blaufuchs. Im Mai, und zwar am 24. Mai, traf ich, das war die zweite Begegnung, den finnischen Generalstabschef Heinrichs, der in das Führerhauptquartier eingeladen war, in Brandenburg, und flog mit ihm zusammen nach München, wo ich mit ihm und seinem Abteilungschef der Operationsabteilung des finnischen Generalstabs, Oberst Tapola, eine Besprechung zur Vorbereitung der dann kommenden Besprechung in Salzburg hatte. Am 25. fand dann in Salzburg im OKW eine Besprechung zwischen dem OKW, Feldmarschall Keitel, Generaloberst Jodl auf der einen Seite und auf der anderen Seite Generalleutnant Heinrichs, Oberst Tapola statt, in der die Grundlagen für das Zusammenwirken zwischen deutschen und finnischen Truppen festgelegt wurden. Nach dieser Besprechung reiste ich mit General Heinrichs zurück nach Berlin. Dort fanden weitere Besprechungen statt im Wirtschafts- und Rüstungsamt des OKW über Materiallieferungen an die finnische Armee. Es fanden ferner statt Besprechungen im Generalstab der Luftwaffe über gemeinsame Fragen des Luftkrieges und der Verstärkung der finnischen Luftwaffe mit Material. Sala gegen Kandalaksha und schließlich mit einer Nordgruppe aus dem Raum um Petsamo gegen Murmansk. Wenn der finnische Generalstab nach außen hin zwar immer betonte, dass alle seine Maßnahmen nur Verteidigungscharakter trügen, so galt das nur dafür.